Bist du So. schon haben? Jetzt, ja. Perfekt. Ich muss aber ein Stück vorfahren noch. Glaube ich. Warte. Jetzt hebe ich ihn rüber. Also drüben. Ist drüben, ja. Bei mir, warte mal. Ja, bei mir ist er auch drüben. Soll ich ein bisschen ranschieben? Losgelassen. Ja. Oh, der hängt aber ein bisschen. Ich schieb die doch mal generell ein bisschen rüber. Oh, bei mir geht der Scheibenwischer an hier. Ich würde mal sagen, musst du dir mal von vorne angucken, wie das im Fahrerhaus hängt. Mach ich gleich mal, warte. Erst muss ich noch die. Ah, ich Hatte ich check. doch nicht falsch gedacht, das ist wirklich so ein Riesenbaum gewesen. Na, guck mal, was fügt das durch? Jo, schönes Ding, ey. So, wie sieht's denn Na? drin? Wie sieht's denn von drin aus, warte? Oh Sieht ja. gar nicht so schlimm aus. Da du ein Lilliputaner spielst, der da drin sitzt. Aber setzt du dich mal wieder rein. Oh ja, Wo bin ich denn stimmt. jetzt? Jetzt bist du im Fahrzeug drin. Achso, gut. Du bist ja schnell umgezogen in der Zeit, als du eingestiegen bist und ausgestiegen. Ja. Ach, das gibt noch mal gucken. Ich krieg's aber nicht weiter raufgeschoben hier. Ne. Ups. So, dann fällen wir mit den nächsten Bäumen hier. Wenn wir so weitermachen, wird das eine Jahresaufgabe. Ja. Wir machen ja erstmal nur ein paar. Wir fällen ja generell nicht alle. Da ich immer hauptsächlich sowas nebenbei, wenn du jetzt sag mal, du hast gepflanzt, also du hast gesät, du hast Naja, gekuppert. das hatte ich ja früher mal gemacht mit den Hühnereiern. Ja, und das ist so gesehen dann die Nebenaufgaben. Also klar, hier, ich habe ein bisschen Zeit, Kühe sind nicht versorgt, das ist den Kram, jetzt gehe ich mal ein paar Bäume fällen. Ja, Baum fällt. Deswegen sortiere ich ja hier schon mal alles hier ordentlich weg. Meinst du Florian, du musst jetzt? morgen arbeiten, gell? Ich muss arbeiten morgen, ja. Deswegen mache ich auch nicht mehr so lange. Was arbeitet ihr so? Ich arbeite im Online-Marketing. Also Bürojob. Ja. Bin aber eigentlich gelernter Maler und Lackierer. Beziehungsweise auch noch gelernter Kaufmann für Marketingkommunikation. Okay. Und was machst du? Ich arbeite im Tagebau. Tagebau, auch nicht schlecht. Quasi eigentlich heute nur mit dem Kipper rumfahren. Ja. Nicht die schlechteste Aufgabe. Nicht die schlechteste Aufgabe. So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play vom Landwirtschaftssimulator. Smirnoff ist auch wieder da. Servus! Oder immer noch da. Du bist eigentlich bist du ja immer da. Bin immer da. Bist Ihr immer werdet da. mich nicht los. Nee. Was wollen wir überhaupt sehen jetzt? Weiß! Ach, Mais, 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 okay. Mais, 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 Mais. Und zwar werden wir jetzt bei Feld 15, 14. Die werden wir mit Mais vollroppen. Moment, wo haben wir denn 14? 14 müssen wir noch kaufen. 14 müssen wir noch kaufen. Ja, ich brauche noch eine Saatmaschine, brauche ich auch noch, ne? Rein theoretisch ja. Ja, dann kaufe ich Eigentlich mir noch. brauchst du eigentlich brauchst du noch eine Maschine, ja. Dann kaufe ich noch mal eine Saatmaschine. Kartoffelernte, nein. Grobaflüge, Sämaschinen. So. Ach nee, Mais wollen wir machen, ne? Weiß genau. Wo haben wir sie denn? Wo Ganz ist unten denn? ist die allerletzte. Ach, ja, siehst du. Da haben wir nur eine gekauft, siehst du? Ja. Das war Deswegen der ist gut, da kann Fehler. ich wenigstens nächstes Mal zwei hintereinander stellen, dann passt das wieder. Ja. Ja, das stimmt, du hast ja gestern den Hof ein bisschen aufgeräumt. Sieht auch sehr schön aus jetzt hier, finde ich. Wunderbar, ja. Ja, hast du gut gemacht. Danke sehr. Ist aber lieb von dir. Nachdem wir gestern ja mördermäßig viele Bäume gepflanzt haben. Ja. Okay. Muss ja mal 4 vorbeifahren. 4.400 kostet ungefähr eine Auffüllung. Ah, das geht auch noch. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Oh, nur ganz wenig. Nur ganz wenig, ja. Wir haben reich geerbt. Also wir haben sehr viel geerbt. Sehr viel Ja, und. der Bauer Hans ist gestorben. Ja. Der Arme. Möge er in Frieden ruhen. Und wir prassen sein Geld. Ja. Wuchs und Nutzen. Und Erntemaschinen. Und Erntemaschinen. Und neue Traktoren. Ach, wir haben einfach alles. Einfach alles, ja.
Einmal alles bitte. Zum Mitnehmen. Ich habe noch nie mit derselben Maschine gearbeitet hier. Mit der Mais, mit dem Maissäher? Mhm. Der ist aber eigentlich ganz gut, finde ich. So, warte mal, ich muss mal auffüllen hier. Ja, wir spielen hier auf Westbridge Hills, muss man dazu auch nochmal sagen, ne? Genau. Und es schneit bei uns. Nein, im Schnee kann man perfekt sehen, im Schnee perfekt. Richtig, richtig gut ist das. Ja. Wir haben auch nicht gedüngt vorher, ne? Nee, das müssen wir gleich auch noch machen. Ja. Dafür haben wir ja Selbstfachspritze. Erstmal hier. Ich hab dir schon eine Spur gemacht. Ups, eine Spur gemacht, da kannst du dann ansetzen. Ja. Mach ich. Ich fahre leicht ein bisschen besoffen, aber das passt schon. Ich bin nicht besoffen, aber ich fahre leicht besoffen. Merkt keiner. Weil ich mit den neuen Maschinen noch nicht klarkomme. Deswegen ist das so. Das stimmt. Die von Case sind ja gerade mit einem Titanium-Addon gekommen. Genau. Also sind schöne Maschinen. Ja, doch, doch. Außer, dass der Magnum einfach mal langsamer ist als der Puma, aber dafür der Puma 10-mal lauter als der Magnum ist. Ja. Okay. Und die Hupen funktionieren. Und die Hupen. Also die Hupen vom Magnum, nicht von der Bäuerin. Ja. Nee, die funktionieren schon lange nicht mehr. Ausgehupt so. Hat's ja. Ausgehupt, ja. So, wo bist du denn jetzt hier? Ach, da ist die Spur. Das ist ja eine tolle Spur, ey. So, jetzt muss ich das ganze Ding nochmal ausklappen. Ach ja, die ist ja riesengroß, stimmt, ich erinnere mich. Die von Horsch. Ups, da war ein Schild. Da war ein Schild? Ja. Das ist über den Haufen gefahren? Na, die Betonung liegt da als wahr. Ach so. Ja, der Spurreißer ist für solche Sachen eigentlich echt ganz sinnvoll, ne? Naja, jetzt warte ich nur noch, bis du hier unten bist und dann kann ich wieder loslegen. Ja. Ich fahre jetzt gerade das Feld schon hoch hier. Alter, joa. Ey, wie bist du denn gefahren hier, ey? Ist ja echt abenteuerlich, ey. Hast du schon das neue Video gesehen? Mit den Ballen? Es gab heute schon ein neues Video. Ja, gab schon wieder neue Game-Trailer. Mann. Nee, habe ich verpasst. Und zwar, da wurden dann unter anderem halt die Heuballen gepresst und die Strohballen, Heugeballen, wie auch immer, gepresst. Okay. War da unten in Rundform. Oh, da ist er ja da hinten. Da kommt ja wahrscheinlich fast jeden Tag jetzt ein Video. Oh, so gut wie. Auf jeden Fall, es sieht nicht so toll aus. Die Rundballen, die sehen immer noch aus wie im LS13. Finde ich sehr schade. Okay. Oh toll, du hast mir ja keine Spurreise gemacht, warum nicht? Ach, hab ich vergessen. Super, ich warte hier auf ihn. Ja, ich mach ihn nächstes Mal dann. Auf der nächsten Spur mache ich den Spurreiser wieder rein. Aber du kannst ja deine Spurreiser reinhauen. Mach ich ja. Das war eigentlich, wie gesagt, eigentlich ganz sinnvoll mit dem Spurreißer hier. Mhm. So. Soll ich hier den Spurreißer bei mir auch schon mal reinmachen? Ja, mach ich schon mal, ne? Ja, weil wäre nett, dann hätte ich dann auch eine Spur, die ich dann fahren könnte. Die nehme ich jetzt erstmal gerade das Ding hier. Dann zieh ich dir mal eine Spur. Naja, und auf jeden Fall. Der Ballensammelwagen, ja gut, ich meine, das kleine von diesen Arbeitswagen, das Rad war schon wieder in der Luft. Ja gut, das haben die immer noch nicht gemacht, gefixt. Das ist aber so ein bisschen, ist dieser Autostack, ne? Ja genau, der Autostack, da ist das gewesen. Ja, ich finde den Autostack, der ist ja für die Quaderballen ist er ja da. Genau. Den finde ich eigentlich echt ganz sinnvoll. Hm? Ja, den Rundballensammelwagen haben sie noch nicht gezeigt. Aber es soll einen geben. Es gibt einen, laut Homepage gibt es ja einen. Okay. Vielleicht muss der noch programmiert werden. Ich denke mal, die sind eigentlich schon längst fertig mit dem Spiel. Ja, denke ich auch. Vielleicht machen die jetzt noch ein paar kleinere Korrekturen oder so und dann. Ja. Ich sehe aber gerade, also entweder fahre ich in der Spur nicht richtig. Oh. Ah, doch, eigentlich bin ich richtig gefahren.
Na. Also die Spur ist nicht ganz korrekt hier, ne? Ich fahre jetzt genau drauf, aber... Du fährst nicht direkt drauf. Du darfst mit dem Reifen nicht drauf fahren. Du musst mit der Mitte des Traktors drauf fahren. Ah. Ja, siehst du. Schon wieder was gelernt, ne? Mit der Mitte des Traktors, ah ja. Dumm, die Dummen. Keiner hat's gesehen. Kennst du das? Niemand und keiner sitzen auf dem Baum, keiner fällt runter, niemand hat's gesehen? Naja. Ja, das sind wieder die schönen Flachwitze. Mein Bruder hat mir gerade eben ein lustiges Hörvideo-Witz, kann man sagen, mir gerade im Auto gezeigt. Ja. Da meint einer, also ein Ehepaar will in den Urlaub reisen. So, die Frau kann aus beruflichen Gründen nicht hinterher reisen. Mhm. Der Mann reist aber schon mal vor. Ist angekommen und will seiner Frau eine E-Mail schreiben. So, hat aber leider einen Buchstaben vergessen in der E-Mail-Adresse. Ja. Und schickt sie ab. Das kriegt natürlich gerade eine Witwe, die ihren Mann gerade zu Tode getragen, also zum Sarg getragen hat. Ja. Ja. Und da steht in der E-Mail der Betreff: Schatz, ich bin gut angekommen. Ist zu meinem Erschrecken sehr alles schön hier. Und so weiter. Ja. Und da steht unten drunter, steht dann, ja, also ich warte dann, dass du morgen nachkommst. Die haben alles für dich hergerichtet hier unten. Und es ist aber auch verdammt heiß hier unten. Genau, ja. Das fand ich so cool. Ja, der ist echt gut, der Witz, den kann ich auch. Oh, warte. Ich will ja nichts sagen, aber es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, die Sämaschine auch anzuschalten. Sie war an, aber ich habe sie nicht runtergelassen. Oder so. Oh, hups. Ja, dann fahr ich die Spur doch nochmal, ne? Ja, würde ich mal so sagen. Oh Mann, ey. Alter, ey, ich weiß auch nicht, was da schon wieder los ist heute, ey. Ich hab gedacht, ich hab sie runtergelassen, aber anscheinend, Jetzt brauchst du wenigstens keinen Spurreiter. Nee, hast auch wieder recht. Mann, 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 ey. Ja gut, ich meine, wenn du willst, dann musst du auch erstmal überall Spuren ziehen, dann hab ich's einfacher. Ja, jetzt zieh ich auch wieder. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Typischer Freitag wieder, ey. Ja, ja. Ja, mal gucken, ob ein Kollege wieder vorbeikommt, der Gott jeder. Ja. Dann werden wir ein bisschen Alien Isolation spielen. Oh. Ich hab letztens schon einen Schreikampf geregt. Ja, ich glaube, das soll ich irgendwann auch nochmal spielen. Das ist so ein Dreckspiel. Da kriegst du einfach nur die Paras. Parasiten kriegst du da? Angst kriegst du da bei diesem Spiel. Was kriegst du da? Angst kriegst du. Angst, ja, ist eine Seele auf. Du machst deinen Detektor an, alles klar, ist frei. Gehst aus dem Schrank raus, machst deinen Detektor an, piep, 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 piep und gehst wieder zurück in den Schrank rein. Die ganze Zeit nur. Und das blöde Vieh lernt ja auch noch. Irgendwann guckt es in die Schränke ja rein. Ach so. Das ist ja das Schlimme dabei. Mensch, intelligente KI, ja. Kaum zu glauben. Hey, nicht Klappen, Klappen. Hast du schon die nächste Spur schon gerissen? Ja, klar. Hast du jetzt für dich gerissen, ne? Ja, ich fahr da jetzt im Bank. Jetzt fällt mir auch gerade ein, ich kann auch in Fahrstufe 2 fahren. Oh. Ja, kannst du. Ja. Ich wundere mich schon, warum ich die ganze Zeit so langsam bin, ey. Ey, ich weiß auch nicht, was da schon wieder los ist, ey. Übermüdung. Ja, 12 Stunden am Steuer oder so, keine Ahnung. Ja, haben wir ja ziemlich lang gestern noch gemacht. Ja, bis 2 haben wir gestern gemacht. Ja. Dann musste ich ja schon wieder wann bin ich denn überhaupt aufgestanden? Um 8 bin ich aufgestanden. Okay. Ich bin erst um 5 Uhr schlafen gegangen. Ja, siehst du. Ja, um 5 Uhr habe ich mich noch einmal umgedreht und habe gedacht, oh, gleich aufstehen. Ne? Um 5 Uhr schlafen gegangen und erst um 15 Uhr aufgestanden. Ich habe 10 Stunden durchgeschlafen. Ja, ich reiße nochmal eine Spur hier aber gleich, ne? Wo? Ja, auf der nächsten Spur, die ich jetzt fahre. Wäre nett. So, und die Sämaschine mache ich auch wieder runter. Bevor ich und anschalten. Bitte. Ja, ja, an, nicht an ist sie. Ja, an ist sie.
Ich mach's hier, gar nicht aus. Ich klappt hier nur hoch, wenn ich wende. Okay. Ja, es wird auch Saatgut verbraucht. Wir wollten Zuckerrüben anpflanzen hier, ne? Nee, Mais. Ach so. War ein Witz. Naja, das weiß ich jetzt nicht, ob das bei dir ein Witz gerade war. Doch, war es. Okay. Ich hätte die ganze Zeit das Mais schon drin, das Symbol. Keine Sorge. Da bin ich ja echt beruhigt. Ja, kannst du auch. Nee. Wo fährst du denn da hinten? Ich mach deine Spur hier nochmal. Vor allen Dingen, ich sehe voll viele Stücke hier, die noch nicht richtig sind. Ja, das war ich aber nicht. Der Tier warst du. Wo du dann mit dem Rad in die Mitte genommen hast, statt den Traktor. Weißt du? Ach, das. Ja, das war ich. Stimmt. Das war ich wirklich. Da kannst du nämlich gerade die Spur wieder hochfahren, die du machst. Aber ich muss noch einmal runterfahren, weil ich habe am Rand nicht richtig gemacht. Ja, dann. Das bietet sich mal an. Bei mir muss das Feld perfekt aussehen, sonst bin ich den ganzen Tag oder die ganze Nacht Depri. Ja, das wollen wir nicht. Aber es reicht echt ewig, das Zeug da drin, gell? Was braucht ewig? Nee, Saatgut, das reicht ja richtig lange. Ja, das. Ach, guck mal hier. Hier ist auch eine Stelle, die ich anscheinend vergessen habe. Das liegt aber am Feld, weil das ein bisschen uneben ist. Hier bin ich definitiv rübergefahren. Naja, muss da mal gucken. Meinst du mitten im Feld? Ja, nee, hinten, als wo es bergab geht. Okay. Am Ende des Feldes, Richtung Rinderzucht hin. Ist die Rinderzucht? Ja, das ist die Rinderzucht. Ist die Rinderzucht, ja. Ja. Nein, aber ich finde schon extrem wichtig für den LS15, dass die Grafik jetzt so extrem aufgepimpt wurde. Ja, das Problem ist leider, du siehst direkt an diesem Video, dass sie diese Videografik, dass wenn jetzt wir Let's Play aufnehmen, das nicht so scharf ist wie im Spiel, das Video. Wieder so. Ja, okay. Das ist echt. Wobei auf der E3, als sie das Gameplay-Video gezeigt haben, und auch auf der Gamescon, da haben so ein paar YouTuber vom Screen direkt abgefilmt. Also vom Bildschirm abgefilmt. Und das sah schon extrem gut aus, fand ich. Ja klar, die Grafik ist gut, aber das Problem ist, wenn du ein Video aufzeichnest, das sieht hässlich aus. Du meinst im Multiplayer? Ja, wenn wir jetzt hier ein Video aufnehmen, ich meine, das siehst du jetzt im 13er Teil, siehst du ja jetzt. Das sieht richtig hässlich aus, wenn du auf YouTube das stellst. Das ist so verschwommen, so unscharf. Ja, das sieht, die Unschärfe liegt aber am Server. Das liegt an dieser Entfernungsdistanz. Also du hast ja so ein, wenn du auf dem Server mit anderen spielst, dann wird die Entfernung runtergebrochen. Dann kannst du nicht ganz so weit gucken, wie im Singleplayer. Wenn du es im Singleplayer machst, sieht es alles sauber aus. Ne? Mhm. Aber hier im Multiplayer ist halt eben, da hast du halt so eine gewisse Sichtdistanz einfach. Und dann, das ist dieser Rundkreis, weißt du, der sich vor dir aufbaut. Schlecht. Was ist schlecht? Du kommst mir entgegengefahren. Ich komme dir entgegengefahren. Haben wir jetzt beide dieselbe Spur gemacht? Ja. Ja, egal, komm, dann fahren wir uns jetzt entgegen hier. Moment, ich. Hilfe, ich kann nicht bremsen. Hilfe. Hilfe. Warte, ich weich aus. Warte, ich halte an. Moment. Ich habe die Spur ja schon angefangen zu reißen hier. Ja, du kannst eigentlich direkt hier weiterfahren. Oder, na gut. Nee, ich fahre jetzt hinten zurück und dann fahre ich die Spur gerade. Weil ich muss den Spurreiter noch anmachen. So muss ich alles wieder drehen und wenden, da ist jetzt immer so. Ups. Dunk, 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 dunk. So, warte.
optimal. Ja, so können wir ganz gut arbeiten, Lenz. Wenn jetzt noch jemand dabei, das wäre dann richtig genial. Gut das aussehen. Ja. Oh, sieht jetzt schon auch schon genial aus. Naja, wenn wir zu viert fahren, da geht so ein Feld ruckzuck. Ja. Da fährt jeder zwei, drei fahren, dann ist es fertig, das Feld. Definitiv, auch gerade bei den großen Feldern hier. Mhm. Ja, ich meine, gut, die Sämaschine ist zum Glück, glaube ich, doppelt so breit. Die andere, wie die gelbe. Du meinst die für. Die normal, für Weizen und so, ne? Nee, ich meine die für Zuckerrüben und Mais auch. Achso, haben wir jetzt die kleine gekauft? Nee, wir haben die große gekauft, die größte, die es gibt. Du meinst, die andere ist doppelt so groß? Nein, die andere ist. Die wir jetzt haben, ist doppelt so groß wie die andere. Ach so, jetzt, okay. Ich dachte, war gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, du meinst die normalen Saatmaschinen für Weizen und Gerste und so. Nee, die ist ja am größten, die Kondor. Ja, genau. So. Dann drehe ich eben kurz. Oder willst du? Ja, ich drehe zuerst, warte. Das hat aber genauso gepasst bei mir. Ich muss mich nicht bewegen. Das ist gut. Ach, muss ich mal hoch machen. Warte. Fahren wir ein Stück vor hier. Haben es was geschafft? Ja. Stimmt, viel ist es nicht mehr. Dann noch da drüben das eine Feld noch. Und da haben wir genug Mais. Ja. Die Silage. Also, wir fangen jetzt mit der Tierzucht an, ne? Das war ja unser Plan. Genau. Wir fangen mit Rindern wahrscheinlich an, ne? Ja, also zumindest würde ich sagen, wir können ja irgendwo erst schon mal Gras holen. Ja. Da haben wir auch ein schönes Gerät. Ohne Big M. 100. Ja, wunderbar. Nur das Beste vom Besten hier, ne? Also wenn wir schon so Riesenfelder haben, dann müssen wir die auch entsprechend ordentlich bewirtschaften. Genau. Bewirtschaften können. Ne? Genau. Stelle ich mir schon mal meinen Wecker. Ach ja, du musst ja noch weg. Genau, ich muss gleich noch weg. Zeit. Ach, bin ich wieder da. Ja. So, und weiter geht's. Ja, gestern die Bäume pflanzen war ja auch eine schöne Aktion, fand ich. Oh ja, war richtig, wenn man jetzt mal nach links guckt, sieht man einen richtig großen Wald. Stimmt. Bisschen Schneefahren das Ganze, aber der Wald stammt von uns. Da irgendwo noch eine Wiese dann machen. Ja, das kann ich ja nachher gleich machen. Ich muss nur gucken, wo. Ich würde mal sagen, dann die unteren Felder, die sind nämlich so klein. Da kann man dann schön Wiese drauf machen. Gut. Bei dir wurde wieder ein Stück nicht gemacht. Ja, siehst du, ich war es diesmal nicht. Ja doch. So gesehen schon, konntest du noch nichts dafür. Ach so. So. Warte mal ganz kurz. So, jetzt müssen wir die Spurreise wieder hoch machen hier. Oh, jetzt habe ich die Saatmaschine ausgemacht. Ja. Also meinst Felder 19, 20 für die Rinderzucht, genau. Ne? Ja. Ja, also für die Rinderzucht sei schon für, um da Gras anzubauen. Oder Gras zu pflanzen, ne? Ja. Mm.
Also, ja, wenn wir zu dritt oder viert hier das gemacht hätten jetzt. Das wäre richtig schnell gegangen. Ja. Da schaffst du auch richtig Meter dann. Spurreißer brauchst du dann nicht mehr, wenn du zurückfährst. Mhm. So klein wie es ist. Siehst du rechts? Das Stück da? Ja, warte mal. Lass mal rauszoomen hier. Ja, das ist echt minimal. Ja. Da brauchst du echt keinen Spurreißer. Nee, ich meine das, was du gerade, was da übersehen worden ist. Oder was da, wo der Berg uneben war. Ach so, ja, ich habe jetzt nach links geguckt, sorry. Musst du gleich mal hoffen, wenn du wieder zurückfährst, siehst du es dann. Ja. Ja, sind wir so Unebenheiten hier, glaube ich, einfach. Hm. Also ist das. Ah, da sind die Schafe, okay. Schafe brauchen nämlich auch Gras. Da müssen wir gucken, was für ein Feld wir noch mit Gras noch machen. Weil wenn wir unten 1920 mit Gras machen, gucken, ob das überhaupt reicht. Mhm. Wie viele Schafe kaufen wir denn? Sagen 100, oder? 100? Ja. Ja. 100 Kühe, 100 Schafe. Richtig. Ja. Obwohl, doch, ein Spurreißer, glaube ich, musst du das nochmal machen. Ja? Dann mache ich hier eben nochmal. Ja, also die Animation, die Grafik von dem Spurreißer ist auch nicht so, also von der Spur selber ist auch nicht so geil, finde ich. Ne. Toll. Ich sehe nicht mal mehr deinen Spurreißer, wenn ich die Innenansicht mache. Nicht? Nein, weil guck mal da hinten, wie dicht ich dran bin. Oh. Ja, das ist echt ein bisschen dicht dran. Nicht, dass du ihn gleich abfährst oder so. Verstößt bestimmt gegen sämtliche Sicherheitsbestimmungen hier. Wo? Also jeder Abstand ist doch. Upsi. Ja. Ja, liebe Bauern, bloß nicht zu Hause nachmachen, ne? Also. Ja, genau. Immer schön aufpassen. Mit den Katzen und mit dem Licht. Ich krieg dich. Oder mit dem Laserpointer, ja. Ja, genau. Ja, das funktioniert immer sehr gut. Ich meine, es ist ja schön, dass die das kleine Rädchen auch animiert haben, dass die dreht und sowas. Aber dass es in der Luft ist? Ja, ist ein bisschen. Stimmt, das würde ich in der Luft. Und die Spur wird auch ein Stück links davon gerissen. Rechts, doch links davon dann gerissen. Links davon, ja. Ja, naja. Ne? Ist ja nur eine Simulation der Landwirtschaft. Oh. Ist das schon komplett durch das Feld? Ja, das ist fertig. Ah, dann können wir die. Können wir die Maschine ja einklappen hier. Ausschalten, einklappen. Ja, aus ist sie bei mir. Jetzt ist sie aus. So, dann fahren wir das Maschinchen wieder weg. Auffüllen brauchen wir eigentlich nicht, das ist noch richtig ran voll. Wie viel hast du noch drin? Ich habe noch 7 Tonnen drin. Ich habe 7100. Ich glaube, das ist 7000, eine Spur mehr, ne? 7085 habe ich. Ich habe 7100. Da ist es der kleine Putzelkram, den ich noch gemacht habe, weißt du? Stimmt. Links? Ja, ich muss. Er kennt den Weg, sehr schön. Ja, ich habe auch meine Karte nicht auf. Ah, hier kommen wir am Wald vorbei hier nochmal, den wir gepflanzt haben hier. Ja, schöne die Wald, schön, kann man schön mal reingucken. Die schönen Tannen, ja. Holst du die große Sämaschine und ich hol die Düngespritze oder andersrum? Soll ich die Amazone holen, oder? Ja, dann hol du die Amazone, kannst mit der drüber fahren. Ja, dann spritze ich einmal. So, zurück auf unserem schönen Bauernhof. Wieder ordentlich einpacken. Ja. Das kriegen wir hin. Achso, da hinten ist sie ja. Muss ich nur kurz. Ups. Einmal falsch gelenkt. Schöne Traktoren sind das ja, das muss man ja ehrlich sagen. Sieht richtig klasse. Ja, nee, der Magnum hier, das sieht richtig Magnum, klasse ja. Aus. Ja, sieht auch klasse aus. Das ist auch ein klasse Fahrzeug, finde ich. Wenn man vorne nichts dran machen kann, ist ein bisschen. Ja, das ist natürlich, dass die da nur vorne als Gewicht hat, also das ist ärgerlich. Ja.
So. Warte, ich guck grad nach. Was willst du gucken? Achso. Wie weit du noch nach hinten kannst. Oh, 2 Meter hast du noch Platz. 2 Meter hab ich noch? Hm? Nicht, dass ich gleich platt mache. Ah, na, passt noch. Halt weiter. Weiter. Noch 1 Meter hast du. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Weiter, weiter, weiter. Und stopp. So. Oh, abgehängt. Ja, ordnungsgemäß. So. Ja. Das war dann im Prinzip einmal die Saat ausfahren. Dann machen wir jetzt im zweiten Teil, gibt es dann die Düngerspritze. Genau. So, dann sehen wir uns im zweiten Teil. Oder bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.